What's going on, guys? Thanks for watching, Spikers, FJ! Alle hier durcheinander. Aber danke fürs Einschalten, Freunde, in diesen harten Zeiten. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bitteschön. Ihr habt es schon am Titel gelesen: Paco Alcácer. Dortmunds Torgarantie. Sag mal, wie findest du den eigentlich? Ich finde ihn ziemlich klein, wenig Haare. Oder meinst du fußballerisch? Fußballerisch natürlich. Fußball, okay. Wow. Das ist ein stabiler Stürmer. Das ist ein guter. Ist ein und guter. Was sagst du, Bro? Wichtig für Dortmund. Bräuchte mir schon mehrere von, um gegen Union Berlin gewinnen zu können, aber... Traurig, aber wahr. Ja. Nichtsdestotrotz ist ja unsere Torgarantie. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir ihn haben. Er kam aus Barcelona und ist direkt eingeschlagen wie eine Bombe. Boom. Und deswegen stellen wir einfach mal drei geile Tore von ihm nach. Drei Stück? Versuchen es zumindest. Oder der hat schon locker über 20 Tore für Dortmund. Nee, 20? 25 Tore hat er gemacht. Ja? Schon so viele? Habe ich gesehen letztens. Boah, Statistik. Das ist krass. Boah, krass. Ja, das ist echt fast so Lewandowski-Aubameyang-Level. Ja. Mal gucken, wie weit er sich noch entwickelt wird. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem ersten Tor an. Bist du bereit? Ich bin natürlich nicht bereit. Bist du bereit? Zu 2%. 2% ist besser als 1%. Also let's go. Erstes Paco-Maco-Tor, Freunde. Gucken wir uns das an. Freistoß gegen Augsburg letzte Saison. Und was für ein Ding das war. Läuft an und... Buh. Easy. Guck mal, von wie weit der den geschossen hat. Das war ein locker... Fast Mittellinie, oder? Ja, jetzt übertreibst du aber. 25, 30 Meter waren das locker. Wir machen das Tor noch besser als okay. Paco. Wir machen das noch besser. Noch besser. Noch komm. Besser. Let's get ready to rumble! Paco rechts oben. Von hier so passt das? Oder wo soll ich hingehen? Ja, sieht gut aus. Okay. Erster Versuch. Ja. Erster Schuss ins Video. Erstes Tor im Video. Jetzt für Blanco Flonco in den Kommentaren. Bisschen zu niedrig, aber in Pfosten rein. Kann man schon mal machen, oder? Das geht doch nicht. Ich sag's ungern, aber ich glaube, dass Loco schon das Tor des Tages geschossen hat. Props an Loco. Aber ich werde versuchen, jetzt noch besser zu machen. Der Torwart hat gar nicht reagiert. Lattenleger. Ja. Okay, Freunde, ihr wollt einen besseren Paco sehen? Ich krieg jetzt den Kanten Baba Paco. Sagen, der hat gut genackelt so. Jetzt 2 von 2, wobei bei ihm ist es halt dann 1,5, aber machen wir es trotzdem mal, ne? Komm. Freunde, was habe ich denn eben da für ein Tor kassiert? Blamage. Oh, what a save! Ey, der wäre so gut reingegangen. Das war, glaube ich, mein bester Schuss in meinem Leben. Ja, mit Abstand. Und Loco gönnt nicht mal. Dafür einen mit Let's Like, Bruder. Jetzt kommt ein pakistanischer Paco. Und zwar rechts oben in den Taco. 3, 2, 1, go! Nope! Hat der. War nix. Das war kein Paco. Das war eher so Mario Götze. Stark angefangen, aber auch stark nachgelassen. Jetzt wird nochmal. Boah, der hat sich auch krass gesenkt, gesenkt, ne? Aber gesenkt! Wie meine Stimme? Gesenkt. Aber zu spät. Welchen Stürmer findet ihr besser beim BVB? Lewandowski, Aubameyang oder Paco? Schreibt es hier in die Kommentare. Mit Pacos Hilfe. Endlich ist es. Paco, ich auch mal getroffen. Jetzt muss ich mal einen reinhämmern, ne? Aber schon traurig von Lauro ein Tor zu kassieren. Das ist schon ein bisschen, ne? Dafür musst du noch ein zweites machen. Dafür muss ich einen noch einen. Knapp, aber ja, knapp drüber. Knapp. Geile Schüsse, geile Tore dabei schon mal. Props hier an die Boys. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Nice. Jetzt kommen wir zum zweiten Tor und das ist ein Tor für die spanische Nationalmannschaft. Gucken wir uns das mal gemeinsam da an. Da macht der Tore? Da macht der auch Tore. Der macht überall Tore, der Kollege. Nimmt ihn an und boom in den Winkel. Boah, der war geil gemacht, muss man sagen, oder? Ja. Einfach kurze Annahme, bam! Und dann rein, ins kurze rein, ins Glück. Glück. Rein, Stefan. Komm, wir packen das. Wir packen das nicht. Der war gut. Hab dich nicht so. Doch, kann noch besser werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Loco und Paco verwandt sind. Loco trifft immer die Ersten, perfekt. Ja, ich bin der Onkel von Paco, das weiß man noch nicht. Aha! Beim Schuss ist sein Kaugummi rausgefallen. Was macht der?
hebt ihn wieder auf und tut ihn in seinen Mund. Ich sag nichts zu den Jungen. Ich sag einfach nichts zu ihm. Das Kaugummi ist mir aus dem Mund gefallen, ich hab's rausgeschmissen, weil ich will nicht, dass ein Platz dadurch kaputt geht. Alles gelobt. Zerstörung Paco ist like, da. Paco. Un, dos, tres, taco nanaco. Uno, dos, no tres, y tato. Der streift da das Streifenhörnchen von Latte. Loco Traumtor, Hazel Traumtor. Und ich bin mal wieder der Einzige, der noch nicht getroffen hat. Psch, diesmal in die andere Ecke, Freunde. Denn das Ding war, er hat zugehört. War das Inception, umgekehrte ja. Psychologie? So ist es. Okay, liebe Freunde, heute gibt's einen extra speziellen, tollen Paco. Schön. So ein schlechter Schuss. Der war einfach nur schlecht zum Vergessen. Letzter Schuss, gerade einer an die Latte. Davor, der war so, ich war nicht ganz zufrieden damit. Der war ein bisschen mittig und jetzt nochmal. Der perfekte. Schönes Ding fürs Ende, ja. Aber geil eingetroffen, das muss reichen, gute Quote. Immer den ersten reinmachen. Freunde, Humlé ist im Tor. Und wenn Humlé im Tor ist, ist meine Motivation noch größer, ein Tor zu schießen. Der Humlé stand sogar in der Ecke, der wusste, dass ich da reinschieße und der konnte trotzdem nichts machen. In einer Challenge, wo wir uns klar darauf geeinigt haben, uns kurz Eck und schießen ins andere Eck. Und warum standst du dann da in das andere? Ich wollte dir doch die Möglichkeit geben. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. So Freunde, jetzt gibt's aber einen lecker Schmecker. Mal wieder heftige Tore gefallen. Was ist heute mit uns los hier? Ihr habt euch alle voll verändert. Alle sagen das. Vor allen Dingen Humlé. Das dritte und letzte Tor, auch wieder ein Freistoß. Gucken wir uns das mal gemeinsam an. FC Uerdingen, er läuft an und Neffchen. Ah, das war ein krasser Winkelschuss. Das war ein Tor, das ich sehen lässt. Der Torwart fliegt und fliegt und fliegt. Wahrscheinlich fliegt er heute noch. Ja. Da konnte nichts machen. Der Freistoß ist ein bisschen näher und dafür ein bisschen mehr in den Winkel gegangen. Ich zeige euch, wie er richtig funktioniert. Windkram. Das war der Wind. Nicht ich. Der Schuss war perfekt. Wind. Okay. Immer diese Spieler, die auf Wind, Schuhe, Regen, Sonne, sonst was schieben. Sag doch einfach, dass du es nicht kannst. Okay, wenn du ein Ehrenmann bist, dann machst du jetzt so First Try, No Lie. Ohne Schnitt jetzt. Okay. Einfach durchziehen. Okay, bleib drauf. So, einfach drauf bleiben, kein Schnitt. Wenn ein Schnitt kommt, bist du ein Unehrenmann. Okay, der war echt nicht so gut. Oh, der war besser als deiner. In der Tat. Ja, ihr wisst, mein erster Schuss geht immer rein, die danach nicht. Oder die danach sind nicht so schön. Wenn er jetzt nicht reingeht, dann wird er überhaupt nichts klappen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Deswegen jetzt einfach bereitet euch schon mal mental auf dieses Tor vor. Okay. Okay. Damit Ansage, mit Ansage. Er kann da besonders nichts machen. Ein anderer Torwart vielleicht. Ja. Aber auf YouTube glaube ich auch niemand, oder? Okay, Freunde, jetzt Paco El Maco, der Dritte. war eine schöne Parade, wie so ein Chicken Wing, einfach so. Ich war schon kurz zu Hause, hab mir einen Kaffee geholt und hab den trotzdem noch so geil. Trotzdem ist er noch fast richtig durchgegangen. Ja, dabei. Krass. Man muss auch ehrlich sein, die beiden letzten Schüsse von mir, miserabel. Gerade reingegangen, jetzt zweimal nicht, aber ich versuche trotzdem mein Bestes. Okay, komm. Tor des Tages. Ich hab nur geguckt, der war, also mehr Winkel geht nicht. Der hat keinen Zentimeter dazwischen gepasst. Wenig Glück bisher bei den Schüssen gehabt, aber der Loco hat mich inspiriert. Golazo! Golazo, golazo, golazo! Geiler Schuss. Ja, aber der war unhaltbar. Der war einfach unhaltbar. Ja, aber der von Loco war schöner. Er kann mich über sowas nicht freuen. Weißt du. Unicorn Zombie Apocalypse. Ganz schön, Alter. Schöner FB.
Was für ein Effekt! Was laberst du? Nach diesem perfekten Schuss kann es eigentlich nicht besser werden, aber einfach. Also nicht mein, nach deinem perfekten Schuss. Ja, meiner war wirklich der perfekte, der war sogar besser als der von Paco. Über die Mauer drüber. Das ist gerade noch gesenkt. Maschallah, Bruder. Das war's mit dem Video. Geile Tore, Loco. Dankeschön, danke. Geile Tore. Ich wollte MVP, kann man schon sagen, ja. Du bist heute definitiv allein schon immer mal in der letzten Challenge dreimal getroffen hast. Immer noch auf anderen Kanälen. In der heutigen Zeit ist dabei sein alles. Also ja, seid auch dabei, lasst ein Like und Abo. Ach, hier, tschö. Wie auch bei den Boys, Loco und Humleta. Gib ihm. So ist es, Freunde. Und schreibt mal auch in die Kommentare, welche Challenge sollen wir als nächstes, welche Tore sollen wir als nächstes nachmachen. Hammer. Wir machen das schon eng. Schreibt in die Kommentare, Freunde. Ciao. Ciao, Kakao.